So Leute, willkommen zu Video Nummer 3 in Ermix und Leno retten New York. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß. Gerne ein Abo dalassen, ein Like dalassen. Garfield ist natürlich auch im Rucksack am Start. Genau. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir in der Zeit mal was zu trinken geholt, zwecks meines Halses. Der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. X? No. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in den Allerwertesten treten. Rick. Kreis. Alles gut, nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Reicht dir das so von der Lautstärke? Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Nee. Ah, Nadja. Echt jetzt? Nee. Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiliger? Nee. Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles Dann vorbereitet Pech. Hast, Micho. Hallo? Nadja, haben wir schon die Genehmigung für morgen? Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon unterschrieben. Nein. Ach, es nimmt kein Ende. Ich mach dich stolz, Dad. Er hat was gesagt? Nein, das glaube ich nicht. Der Kerl ist doch verrückt. Hey, Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Sicher, ja. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Was ist das? Abuela. Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Falljacken. Ist der Prowler. Ah, wer? Wer ist der Prowler? Steht auf der Akte. Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Hayek oder wo? Kreis. Die habe ich seit dem Rathaus nicht angefasst. X oder Dreieck? X. So, gut, na, eigentlich ist der Kreuz, aber. Es lief jeden Sonntag. Ist halt auch die nächste Generation, sagt schon Kreuz. Er ist auch schon X. Das X. Borax mit Bleiche. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. Last Christmas I gave you my... Nee, man muss auch nicht sagen. Also, als ich klein war, mochtest du Jazz nicht. Dein Dad änderte meine Meinung. Den, wenn Mucke kommt, mit geilsten Sound. Also mit geilsten Musik. Miles, machst du das bitte? Natürlich. Wie geht's deinen Eltern, Genki? Hab länger. Wie findet ihr eigentlich Spider-Man Miles Morales? Schreibt's gerne in die Kommentare. Finn? Hey! Die Klingel geht wieder. Wie schön, Finny, dich zu sehen. Finny Binny. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Ehrenfrau. Wie schön.
Ehrenfrau ist das neue Ehrenmann. Danke für die Einladung, Miss Morales. Mit R. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Der ist Zwiebellise. Hi. Nee, der ist Zwiebellise und die ist Wogenschmierer. Die Zwiebellise, der ist Wogenschmierer. Ja. Ich glaube, das ist deswegen. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, Weihnachten bei Kerzenlicht? Ich schwöre, das hat nichts mit der Kinder gebracht. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Ich fand es ja geil, dass die im Nachhinein den Leistungsmodus mit Raytracing eingebaut haben. Ja, ein Plazy Maxi. Maximalist. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Stimmt, Spider-Man gibt's ja auch bloß für Plazy. Die Warmhalteplatten können das Weihnachtsessen auch nicht retten. Bioelektrizität hilft gegen Rhino, aber rettet sie das Weihnachtsessen? Das Spannende ist, die Saison kommt für das hier hinten, Avengers. Da hab ich nicht gedacht. Nämlich auch noch ein Update, ein DLC raus. Also, angekündigt ist, ich glaube, für 30. November. Diesen Monat. Spider-Man DLC. Denkst du weiter ab, Genki? DLC für Avengers. Komm schon, Genki. Ist Malz mit Event. Moment! Wie wär's mit einem Foto? Was jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Malz? Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles! Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Musik. Erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Sie hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Hey, das schaltet doch immer wieder ab. Hm? Das schaltet immer wieder ab, wie die Was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst
Irgendwie abwesend. Wie richtig laut sind? Willst du darüber reden? Ja, weil es schallt in der Wohnung oder bei den... Es ist Weihnachten. Okay. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ja, mich jetzt einfach mal. Du hast es. Nee. Das ist deine, ich hasse es, aber ich sag's nicht, Stimme. Nein. Ich kenne hier halt niemanden. Ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant. Und ein Friseur. Und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Das Date. Miles. Bist du wach? Miles. Okay, Morales. Ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres Haus. Sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Sekunde. Okay. Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommst du, dass du dich dauernd kotzen musst? Ja! Wie aus den Filmen. Sein Freund. Oder was meinst du? Sein Bruder oder sein Freund? Nee, sein Kumpel. Geh mal oben auf Fertigkeiten. Fertigkeit? Genau, und jetzt kannst du die letzten Dinger aktivieren. Oh, diese. Hä? Trophäe. Schalte alle Fertigkeiten frei. 8 Gold-Trophäe, 98%. Nee, du kannst ruhig. Warte mal. Coole Sache. Heiter, immer weiter. Hä, immer noch? Nee, du sollst. Drück mal Kreis. Kreis? Und jetzt wisch mal übers Touchpad vom Controller. Willkommen genau. Bei freundlicher Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist sein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Ich will doch nicht so einen Anzug. Du nimmst einen anderen. Ja. Der oder? Dieser. Ah, da! Nein! Das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Hält das halt immer noch? Nee, das schallt nicht. Das hörst du aus meinen Kopfhörern raus. Okay. Bist du vorbei? Weil du ja quasi fast neben mir sitzt. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central.
Die Krallen sehen wirklich aus wie Black Panther. Ne? Also, ja. Ja. Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Puh, er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App. Hier ist Spider-Man. Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Eindruck. Direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen Sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr, als mein Bruder... Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Ich habe alle drei Pläne. Oh ja. Oh, das ist... Oh, warum? Jetzt muss ich noch was ganz aufrufen. Die Sensoren. Oh, hier, der Herd ist aufgerissen. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin? Jetzt geht's wieder los. Okay, das ist aber nicht. Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Braucht die noch mal? Nee, braucht man nie holen. Wir haben doch schon alles geholt. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Du bist den echten Spider-Man! Bist du ein Niemand? Boah, das ist ein echter Spider-Man-Filmsucker. Und wie wir sich nennen, der Schocker. Bei Guardians of the Galaxy war der Taserface. Okay. Ich hoffe, die wahrscheinlich kommt sie gerade ins Galaxy-Ono-Videos auf dem Kanal. Hey, Mr. Davis, wie sieht das jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Ist das blau? Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? No. Ja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Und jetzt? Ich werde das weiterverfolgen. Das tut weh. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen.
müsste was ändern, hat diesen Job angenommen. Aber sie fehlen, besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye. So, kriegen wir die Karte an. Ja, gucken wir da drauf, auf die Mission. Harlems Züge fahren nicht. Genau, das ist eine Nebenmission. So Leute, das war's mit Video Nummer 3, oder? Ja. Genau. Die blaue Mission war storyrelevant. Onkel Aaron werdet ihr dann im weiteren Verlauf noch sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da. Oder auch nicht. Lasst ein Abo auf jeden Fall da, um uns zu unterstützen. Beziehungsweise den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Mal bei Leno und Ermix retten New York. Haut rein.